Sie sind klein, süß und gehören für uns zum Stadtbild. Eichhörnchen. Doch nur wenige bekommen sie so deutlich vor die Linse wie Anthony Oxley. Eichhörnchen sind überall in Hamburg. Jeder scheint ein Eichhörnchen persönlich im Garten zu haben oder auf dem Balkon. Und die Bilder kommen einfach gut an. Anthony Oxley fotografiert eigentlich auf Jazzkonzerten. Durch seine Rente nutzt er die neu gewonnene Zeit für das Entdecken neuer Motive. Ich habe vor etwa 4 Jahren angefangen, Eichhörnchen zu fotografieren. Und es ist immer interessant, was die kleinen Dinge alles anstellen. Beim Fotografieren von scheuen Tieren sind vor allem Geduld, aber auch eine sorgfältige Planung nötig. Man muss die Eichhörnchen richtig ködern. Das war auch eine interessante Sache, die Kugel so richtig aufzuhängen, damit die Eichhörnchen auf eine bestimmte Art und Weise rankommen müssten. Und so könnte ich die in verschiedene Posen sozusagen fotografieren. Die Fotoausstellung ist noch bis zum Jahresende 2017 im Bracula, dem Bramfelder Kulturladen, zu sehen. Der Eintritt ist frei.